Also ich habe es auch immer so ein bisschen so erlebt, dass wenn ich wieder so eine Phase hinter mir hatte, wo es mir sehr schlecht geht und wo ich gedacht habe, ich sterbe oder ich schließe jetzt ab und man hat es überstanden, dann ist natürlich in erster Linie mal eine Freude da, aber es wird einem auch klar, dass wieder unheimlich viel Arbeit vor einem liegt oder dass man einfach viele Dinge verändern muss, angehen muss, an sich selbst arbeiten muss, um dann eben auch wieder zu heilen. Oder hast du das Gefühl, dass du dich mit deiner Heilung irgendwie an deinen Glauben übergeben kannst und es dadurch leicht wird? Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich gebe dir auf der einen Seite recht. Man denkt natürlich darüber nach und weiß, dass man was tun muss. Immer. Man muss immer etwas für seinen Körper tun, dass es dem Körper gut geht, weil ich kann ihm nicht nur die wichtigen Vitamine entziehen, weil dann bricht das System zusammen. Und dessen bin ich mir natürlich schon bewusst und es ist klar, da haben wir auch immer Schwankungen drin, ganz was vollkommen normal ist. Zum Schluss hin muss ich sagen, ist der Glaube natürlich extrem stärkend, ganz klar, weil er ist sehr, sehr tröstend und wir spüren, dass wir da mit Liebe angenommen werden und das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Für mich war es ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass ich nach der Operation nur eins verspürt habe, grenzenlose Liebe. Das war für mich extrem. Was ich da gemerkt habe, alles, was ich angesehen hatte, mit jedem, den ich Kontakt habe, ich habe nur eins Liebe gesehen. Und da muss ich sagen, das war ein Erlebnis, das werde ich niemals mehr vergessen, weil es extrem schön war. Und sobald es mir dann immer kontinuierlich besser ging, hat sich dieses Gefühl langsam von mir verabschiedet. So sage ich natürlich klar, weil einfach ich sage, mein Vater hat sich entfernt sich wieder von mir, weil er weiß, okay, er kann wieder alleine laufen. Und so habe ich das erlebt. Das muss nicht unbedingt bei jedem gleich so sein. Das liegt sicherlich daran, mit welcher Einstellung man aufwächst. Aber deswegen sage ich ja, wichtig ist, dass man irgendwo eine Entscheidung fällt und sagt, egal was ich tue, das ist meine persönliche Entscheidung und die halte ich für richtig. Und das ist wichtig, dass das, meine ich, die Menschen lernen sollten, dass sie zu dem stehen, was sie tun, vollkommen egal, welche Konsequenzen das hat. Hast du denn den Eindruck, dass unserer Gesellschaft so ein bisschen der Halt fehlt und wir uns deshalb gerne praktisch den Ärzten übergeben oder unsere Gesellschaft uns auch durch die Leistung praktisch in eine Richtung treibt, in der wir in erster Linie funktionieren und uns praktisch auch die Zeit fehlt, um uns fortzubilden, um uns Gedanken über unseren Glauben zu machen, um uns Gedanken darüber zu machen, was es noch außerhalb von dieser Welt oder außerhalb von uns gibt. Und da uns das eben fehlt, übergeben wir uns gerne auch dem Arzt, weil uns diese Selbstliebe auch fehlt oder diese Überzeugung, dass wir uns selbst helfen können, selbst heilen können, weil wir uns eben auch selbst lieben. Ja, auf jeden Fall kann ich so bestätigen, weil ich meine, also ich bin so erzogen worden, dass wenn wir ein Zipperlein haben, dann gehen wir zum Arzt und lassen uns eine entsprechende Pille geben, was auch immer. Und demzufolge reguliert er dann alles. Das heißt, wir haben in dem Moment die Verantwortung komplett abgegeben. Und ich habe natürlich dann viel später irgendwann gelernt, dass man die Verantwortung für seinen Körper übernehmen muss. Das habe ich gelernt, indem ich mit einem Naturlehrer zusammen war, der mir eben dann beigebracht hat, beispielsweise bei einer Allergie, dass man mit diesem Stoff, wo der Körper allergisch gegen reagiert und sich dagegen wehrt, ihn aufzunehmen, dass man mit dem einen Kontakt aufnimmt und dass man sagt, okay, ich kommuniziere irgendwann mit diesem Stoff und so lange, bis ich dann irgendwann der Überzeugung bin, ich kann ihn zum Schluss aufessen. Essen und durch mich hindurchgehen lassen, also durch den Körper durchlaufen lassen, dass sich der Körper nicht mehr dagegen wehrt. Das sind Dinge, die ich irgendwo dann gelernt habe später, weil ich natürlich vorher ein sehr langes Krankheitsbild hatte. Ich war mit 2 Jahren, bin ich schon in die Kur gefahren. Das heißt, da habe ich meine erste Kur erfahren, weil ich von vornherein immer allergisch chronisches Asthma hatte und das mein ganzes Leben lang hindurch. Und deswegen hatte ich da die entsprechenden Erlebnisse.
Und da habe ich natürlich sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich, wo ich immer Krankheit hatte, die sich durch mein ganzes Leben lang gezogen haben. Und bis ich dann irgendwann erkannt habe, wir müssen Verantwortung übernehmen. Und das ist das Wichtigste, was ich daraus gelernt habe, dass ich sage, ich übernehme Verantwortung für mich und meinen Körper und versuche, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Und darum habe ich mich dann eben bemüht. Und in dieser Phase des Asthmas, da warst du ja dann mit Sicherheit auch, ich meine, ein Asthmaanfall ist ja immer sehr bedrohlich und ist auch immer nah am Tod. Hast du dich damals schon angefangen, damit auseinanderzusetzen? Ja, damals wusste ich... Oder konntest du ihn damals dann auch leichter annehmen, dadurch, denkst du, oder hatte das gar nichts, ist es völlig unterschiedlich, deine Asthmazeit zu deiner Krebszeit? Nee, da gibt es schon Parallelen, weil ich natürlich diese Asthmaanfälle gehabt hatte und es ist natürlich immer extreme Atemnot und die Atemnot geht dann so weit, dass man im Prinzip ja dann nur noch letztendlich Sterne sieht, weil man unterversorgt wird vom Sauerstoff her. Und ich habe dadurch auch entsprechende Erlebnisse gehabt, wo ich dann auch diese Nahtoderlebnisse dann erlebt habe, dass man aus dem Körper austritt. Diese Dinge, das sind Dinge, die ich in der Jugendzeit erlebt habe. Und da hat man natürlich sehr, sehr viel daraus gelernt. Hat dich das versöhnt mit dem Tod? Also da habe ich über den Tod nicht nachgedacht direkt. Das heißt, natürlich hat man da Todesängste, das schon. In dem Moment, wenn man die Luftnot hat. Aber in dem Moment, wo man austritt, hat man ja nicht mehr diese Todesängste. Genau. Das heißt, hast du das dann für dein Leben weiter integriert, dass man dann etwas anderes fühlt oder dass man sich übergeben kann an eine äußere Kraft, die unabhängig von dieser Angst und von diesem Leid ist? Ja, ich will noch überlegen, also Ängste waren da, ganz klar. Ich konnte damals mit der Situation gar nicht umgehen, weil ich gar nicht wusste, was da eigentlich passiert. Und ich habe es versucht, andere Menschen zu erklären, konnte es damals niemals verstehen. Und deswegen habe ich auch dann irgendwann Ängste bekommen, mit der Situation überhaupt umzugehen. Also ich hatte irgendwann das Gefühl, ich werde verrückt, weil diese Dinge immer häufiger passiert sind, dieses sogenannte Austreten aus dem Körper vom Gefühl her, dass man seinen Körper dort liegen sieht. Und ich konnte das nicht verarbeiten. Und deswegen habe ich dann irgendwann, einmal später, mich dazu entschlossen, diese Tür zu schließen. Und diese Tür habe ich bis heute geschlossen. Das heißt, ich komme nicht mehr an die Situation heran, die mal früher gewesen ist. Das heißt, diese ganzen Mechanismen, die sind mir bekannt. Aber ich habe es tatsächlich damals geschlossen, aus Angst davor, weil ich nicht wusste, was da passiert wirklich. Und du hattest nie wieder das Gefühl, dass du da hinschauen möchtest? Doch, ich habe es probiert, erst in den letzten Jahren irgendwo. Aber wie gesagt, ich habe da damals einen Mechanismus geschaffen, durch den ich nicht durchdringen kann mehr. Das heißt, diese Tür ist definitiv geschlossen. Die habe ich selbst geschlossen. Also es ist erstmal nicht mehr möglich, dass ich da herankomme. Ich komme bis kurz davor. Ich weiß den Weg exakt, aber ich komme nicht mehr weiter. Und hattest du den Eindruck, wenn du dich von außen betrachtet hast, dass du da noch einen Einfluss auf deinen Körper hattest, also auf deinen körperlichen Körper und mit deinem Geist Einfluss auf deinen Körper hattest? Nein, ich hatte in dem Moment gar keinen Einfluss auf meinen Körper, weil ich war losgelöst von diesem Körper und hatte auch gar keinen Bezug mehr zu diesem Körper, weil er war wirklich weit weg von mir. Und für mich dann in dem Moment unerreichbar letztendlich. Also es ist schon so, wie man sich es vorstellt, dass man von oben herab schaut auf den sogenannten leblosen Körper, der da so liegt. Und sich dann letztendlich davon komplett entfernt. Das heißt, der Körper hat keinerlei Berechtigung mehr, in keinster Art und Weise. Ja, weil ich hatte das mal in einem Asthmaanfall und ich hatte immer den Eindruck, dass ich mir was sagen möchte und dass ich auch weiß, wie es jetzt eigentlich funktioniert, aber dass ich nicht mehr aber diese Situation hat sich praktisch so gedreht, dass ich
dass ich diese Information auch gar nicht weitergegeben habe. Also, dass ich so weit von meinem Körper entfernt war, dass ich eben eigentlich wusste, wie es geht und wie man überleben kann, aber andererseits dieses Wissen nicht an mich, an meinen Körper weitergeben kann. Und das hat mich damals, das hat mich irgendwie auch irritiert, also diese Machtlosigkeit. Mhm. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe da gar keinen Bezug mehr zum Körper gehabt und für mich hat es dann letztendlich irgendwo Ängste hervorgerufen, weil ich mit der Situation nicht klarkam und mir das nicht erklären konnte, was da wirklich exakt passiert. Man muss ja bedenken, das liegt natürlich jetzt auch schon an die 40 Jahre zurück und damals war man jung und da gab es solche Themen überhaupt gar nicht, nirgendwo. Also ich konnte da damals auch nichts irgendwas in der Richtung nachlesen. Ich habe mich da natürlich sehr viel auch beschäftigt mit diesen ganzen Dingen, entsprechend viel gelesen, auch über Psychoanalytik etc., sehr, sehr viel und ich konnte da leider überhaupt nichts drüber finden. Und dann später dein Umgang, glaubst du, dass es das beeinflusst hat oder diese Angst entstand eher aufgrund dieser Situation, aber hatte nichts mit einer Angst gegenüber dem eigentlichen Tod zu tun? Nein, es hatte, glaube ich, nicht mit dem eigentlichen Tod zu tun, sondern wirklich mit der Situation. Die Situation hat Ängste hervorgerufen, weil es natürlich ein Terrain war, wo man sich bewegt hat, was man überhaupt nicht kennt. Es war vollkommen ungewöhnlich und ja, eigentlich unnormal, sage ich jetzt mal. Und, ja, nicht, also praktisch durch den eigenen Geist nicht wirklich zu erfassen oder durch das, was wir wissen ja. Oder wie wir aufwachsen, eben nicht zu erfassen. Genau, richtig. Von dem, was wir gelernt haben und wie wir aufgewachsen sind, haben wir da überhaupt keine Erfahrungen damit. Und, dieser Umgang mit der Angst, hast du da auch für die Zuhörer irgendeine Idee oder was hast du gemacht, um mit dieser Angst umzugehen? Also ich höre von vielen immer wieder, dass die Angst dauernd da ist, dass man eine endgültige Diagnose hat und ich muss sagen, ich habe mich damals von der Idee der endgültigen Diagnose sehr getrennt und damit war auch die Angst nicht vorhanden. Aber viele Menschen haben ja diese, also trennen sich nicht von dieser endgültigen Diagnose und diese Ängste sind da. Wie kann man damit umgehen? Ja, also da stimme ich dir zu. Die Angst ist, glaube ich, auch für meine Begriffe der größte Faktor, dass wir in die Krankheit letztendlich gehen. Es gibt ja da auch ein entsprechendes Buch von dieser Isabel Marjani, diese Inderin, die darüber über die Ängste geschrieben hat. Und da gehe ich mit ihr einher, dass ich sage, klar, die Angst ist der allergrößte Faktor überhaupt, weil sie sich überall im Körper ablegt und sie uns extrem negativ beeinflusst. Das sagen sogar sämtliche Schulmediziner. Gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, der wir eben mit diesen Ängsten extrem konfrontiert werden, dass diese Ängste im Prinzip kontraproduktiv sind für unser Gesundheitssystem. Das gesamte Immunsystem wird dadurch extrem geschwächt. Und ich habe eben gelernt, diese Ängste zu verlieren. Also ich denke, wie ich am Anfang gesagt hatte, unter anderem mit Gesprächen, mit Verabschiedungen von seinen Lieben, dann sich mit dem Tod auseinandersetzen, dass der Tod nichts Schlimmes ist, sondern dass das eigentlich etwas Schönes ist. Weil wenn wir in diese Phase hineinkommen, wo wir dem Tod immer näher sind, dann ist es auch für uns sehr, sehr entspannend und schön. Also so habe ich es auch erlebt, dass es dann immer eine sehr, sehr angenehme Geschichte ist und dass wir die Schmerzen verlieren, dass es uns gut geht, dass es eine schöne Situation ist, dass es was Gutes ist. Und das hilft ungemein, mit diesen Ängsten klarzukommen und diese Ängste zu verlieren. Also ich habe dann im Nachhinein festgestellt, nachdem ich mich damit so lange beschäftigt habe, dass ich zum Beispiel meine Höhenangst verloren habe. Also ich hatte immer Höhenangst, habe immer ein ungutes Gefühl gehabt, wenn ich in eine bestimmte Höhe kam und dann runtergeschaut habe und das habe ich alles verloren. Das ist alles weg. Das ist alles weg. Deswegen ist es, glaube ich, für mich extrem wichtig, dass wir als erstes mit daran arbeiten, diese Ängste abzubauen, was sicherlich das Allerschwerste ist, weil wir leben in einer Welt, die nur mit Ängsten arbeitet. Das fängt an mit der Versicherung, die abgeschlossen wird auf irgendetwas. Hauptsache, wir sind versichert gegen weiß der Geier, was auch immer da passieren mag. Da fängt es an, dass wir mit Ängsten konfrontiert werden.
Und das ist erstmal total falsch. Es gibt da auch ein Buch über die Seenomaden, wo geschrieben worden ist von einer Frau Drake, kann ich mich erinnern, die über kleine Kinder geschrieben hat, also wirklich kleine Kinder, 2-, 3-jährige Kinder, die mit nach Machete irgendwie bestimmte Obstteile oder Kokosnüsse spalten und sie nur dabei gestanden ist und gesagt hat, um Himmels Willen, die Kinder könnten sich ja verletzen. Ja, und die Einheimischen sagten, wieso verletzen? Warum sollte ich das Kind jetzt verletzen? Also sie gehen völlig anders mit der Situation um, nicht mit der Angst, sondern eigentlich mit dem Thema, dass alles gut ist und dass es funktioniert.